Und damit ist es mal wieder Zeit, dass ich mir den berühmten Aluhut schnappe, was hinter der Fassade des altruistischen Impfstoffherstellers so abläuft. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID. Well, that is not what we say to the public. No. Wie viele Selbstständige sind kaputt gegangen? Wie viele Läden mussten zumachen? Wie viele Leute haben sich ihr Leben genommen, weil sie ihre Existenz verloren haben? Pfizer hat fett Money gemacht in der Zeit. Für unsere Gesundheit natürlich. Ja? Also es ging denen da nur um unsere Gesundheit, damit es hier klar ist. Schmilzt gerade der Schnee und die Scheiße kommt nach oben, weil wir sehen, an allen Ecken und Enden bricht das Narrativ der letzten 3 Jahre zusammen. Das Kranke ist, dass es wirklich Virologen, Doktoren gab, die sich hingesetzt haben und genau diese Dinge prophezeit haben. Die Menschen haben die alle als dumm abgestempelt und gesagt, das sind irgendwelche rechten Verschwörungstheoretiker. So wurden voll viele Leute da einfach hingetrieben. Es war keine persönliche eigene Entscheidung mehr und deswegen war es für mich auch ein Impfzwang für viele Menschen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Wir gehen ins nächste Video rein. Die Enthüllung. Enthüllung, die Wahrheit kommt raus. Corona Pfizer. Let's get it. Heute. Den Herrn kenne ich auch nicht, noch nie gesehen. Ist ein Video aus dem Discord. Ich übernehme kein Gewehr, aber ich denke mal, es wird interessant. Wurde vor 3 Tagen hochgeladen. 89.000 Klicks. Die Bewertung spricht für sich. Let's go. Das ist brisant. Lange habe ich gewartet und geschaut, ob die Medien, sei es die Tagesschau oder ein privater Sender. Die Tagesschau, Digga. Die guten alten deutschen Medien. Ja. Dieses Thema berichten werden, doch bis jetzt nur gähnende Stille. Und damit ist es mal wieder Zeit, dass ich mir den berühmten Aluhut schnappe. Ach, da sind wir doch, Digga. Warte mal kurz, wo ist meiner? Ich glaube, mein Aluhut ist nicht mehr am Start. Ich hatte heute hier eine Bewohnungsbesichtigung. Da habe ich den aus dem Weg geräumt, damit die neuen Mieter nicht abgeschreckt sind. Also, Freunde, Aluhüte aufsetzen. Wir gehen rein in den Laden. Aufsätze und über das berichte, worüber sich die Mainstream-Medien nicht trauen zu berichten. Das Video, über das wir gleich gemeinsam sprechen, zeigt es mal wieder, wie wichtig es ist, stets kritisch zu sein. Besonders, wenn es um gewaltige Summen von Geld geht. Ne? Nicht nur um die EZB, sondern auch um Pfizer und Co. Aber eins nach dem anderen. Jetzt heißt es erst einmal anschnallen und festhalten und damit herzlich willkommen zu einer extrem wichtigen, spannenden neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich, Honorarberater, Bestseller, Autor und Vordenker. Vordenke denn, man? Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Pfizer gehört zu den größten Pharmakonzernen der Welt. Der Konzern hat eine Marktkapitalisierung. Der zieht es echt durch mit dem Aluhut. An der Börse von 240 Milliarden US-Dollar und erwirtschaftete im Corona-Jahr 2022 100 Milliarden Dollar Umsatz. Da sind die stark, 100 Milliarden gemacht. Unser Eins geht ganz gemütlich in Arsch. Wie viele Selbstständige sind kaputt gegangen? Wie viele Läden mussten zumachen? Wie viele Leute haben sich ihr Leben genommen, weil sie ihre Existenz verloren haben? Pfizer hat fett Money gemacht in der Zeit. Für unsere Gesundheit natürlich, ja. Also es ging denen da nur um unsere Gesundheit. Damit es hier klar ist. Shampooskorken geknallt. Jeder, der bis dato dies ein wenig skeptisch betrachtet hat, beziehungsweise hier auch nur im Ansatz in Frage gestellt hat, gilt natürlich sofort als Verschwörungstheoretiker oder schlimmer gar sogar als Rechtsaußen. Aber genug dazu. Was hinter der Fassade des altruistischen Impfstoffherstellers so abläuft, zeigt ein heimlicher Videomitschnitt eines Undercover-Journalisten in den USA mit einem hochrangigen Pfizer-Manager, den wir uns gleich Schritt für Schritt zusammen anschauen werden. Kurz noch ein paar Infos zum Hintergrund der Story. Im Video zu sehen ist Jordan Tristan Walker. Er ist seines Zeichens Director of Research and Development Strategic Operations mRNA Scientific Plan. Krass, einfach ein Video geleakt, oder was? Wer hat das geleakt? Weiß das einer? Der sah ein bisschen aus wie Coach Sissy, oder? Oh, süß. Der ja eigentlich von der anderen Seite ist. Grüße gehen raus an der Stelle. Director of Research and Development Strategic Operations mRNA Scientific Planning bei Pfizer, ziemlich langer Titel. Und dieser denkt, er befindet sich in einem Date mit einem anderen Journalisten, den er wohl auf Tinder oder whatever getroffen oder gefunden hat. Hier gab es anfangs noch Bedenken, ob dies wirklich ein Pfizer-Mitarbeiter ist oder eben nicht. Aber die unabhängigen Journalisten von Project Veritas haben mittlerweile interne Dokumente von Pfizer erhalten, die dies bestätigen, dass er wirklich der Besagte ist in der besagten Position. Wenn es euch interessiert, ich werde alle Informationen natürlich unten in den Shownotes verlinken. Und jetzt kommt mal mit, wir gehen rüber. Der
Es ist wieder Zeit für den berühmten Aluhut, weil heute schauen wir uns das Pfizer-Leak-Video an, um den Wissenschaftler von Pfizer. Und das ist wirklich brisant und für mich, wie gesagt, wie schon erwähnt, eigentlich unglaublich, dass es nicht in den deutschen Medien erschienen ist. Genauso wie bei den Twitter-Files. Deutsche Medien, nein, jetzt ist gerade was Wichtigeres am Start, Bro. Bleibt cool. Wir müssen die Wahrheit noch ein bisschen zurückhalten. Es gibt gerade wichtigere Themen hier in Deutschland, ja? Aber jetzt wird es doch relativ warm unter dem Helm. Ich ziehe ihn mal aus. Außerdem kann ich mich nur vor Strahlung schützen, ne? 40 Millionen Aufrufe in den USA. In Deutschland weiß niemand was über das Video. Digga, das ist so krass, Bro. Gut, dass wir hier diesen Twitch-Kanal haben. Gut, dass wir Leon Lovelock haben. Gut, dass er dieses Video entdeckt hat, dass er eine geile Community hat, die ihm dieses Video zugeschickt hat. Schauen wir uns gemeinsam mal das Video an. Ich habe die wichtigsten Ausschnitte hier jetzt für euch zusammengefasst. Also, kommt. This. We're exploring, like, now, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, like, why don't we just mutate it ourselves so we could develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating fucking viruses. Yeah. So okay. We're like, do we want to do this? So that's, like, one of the things we're considering. Okay. For, like, the future, like, maybe we can, like, create new versions of the vaccines and things like that. Okay, so... Digga, und der lacht wie so ein Maniac, Bro. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that is not what we say to the public, no. That's why it was a thought that came up in a meeting and we were like... Guck mal, wie der sich freut, Digga. Als ob das einfach nur so, ja, Digga, wir wollten einfach mal das Virus mutieren auf entspannt und dann, damit wir dann neue Vaccines verkaufen können, neue Impfstoffe verkaufen können. Geil. Stark. Why do we not? Wie er lacht, Bruder, das macht mich so... Wusa. Like, we're gonna consider that. There'll be more discussions. Okay. That exact reaction, right? We're like, wait a minute. Like, people won't like that. Also vorab, die Person, die ihr jetzt gesehen habt, war super happy, super excited über das, was er erzählt hat. Und diese Person, die ihr hier im Bild gesehen habt, ist Jordan Tristan Walker. Die erste Frage, die von dem Journalisten an ihn gestellt wurde, lautet, ob Pfizer denn darüber nachgedacht hat, das Coronavirus aktiv mutieren zu lassen. Es gibt ja dieses Gain of Function. Auch dazu hatte ich mit Professor Roland Wiesendanger ja Interviews geführt. Unbedingt. Ich sage euch, ich habe es euch 2020 im fucking Treppenhaus gesagt. Ich habe da was gespürt. Mein Gefühl hat mich noch nie getäuscht in meinem ganzen Leben. Noch nie. Und... es werden immer mehr solche Geschichten ans Tageslicht rauskommen und am Ende wird man sehen, dass sie wieder ein Riesenspiel mit uns gespielt haben, um ihre fucking 100 Milliarden zu machen. Sehr sehenswert. Und die Antwort von Walker ist so super excited und freudig erregt fast schon. Ja, aber das ist nicht das, was wir in der Öffentlichkeit sagen, denn schließlich will ja niemand ein Pharmaunternehmen, das an Viren herumbastelt. Ja, absolut. Das will wirklich niemand. Ne? Wäre ja schlimm, wenn sowas mal passieren würde. Wir wissen ja alle, das Coronavirus kommt natürlich vom Fischmarkt in Wuhan. Die Chance hierfür übrigens ist 1 zu 10 Milliarden. Dass es wirklich natürlichen Ursprungs ist. Also wir sehen, es ist die Labortheorie, die tatsächlich wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist, dass dieses Virus im Labor gezüchtet wurde und mutiert ist. Und das hat natürlich Risiken, so wie es Walker sagt, denn schließlich will niemand ein Pharmaunternehmen, ein Pharmakonzern, der an irgendeinem gefährlichen Virus herum experimentiert und eventuell, dass dieser dann sogar auf die Menschheit losgelassen wird. Ja, ich glaube, ich brauche ihn wieder. Also ich muss mich vor dieser Strahlung schützen. Der Reporter fragt ihn daraufhin, ob Pfizer so etwas etwa in Erwägung gezogen hätte. Und Walker gibt offen zu, weil es ein Date war, muss ich noch kurz erwähnen, es war ein Date, wo er sich da eingefunden hat mit dem Journalisten, dass solche Gedanken tatsächlich in einem Meeting bei Pfizer in Erwägung gezogen wurden, um im Anschluss dann eventuell schon einen fertigen Impfstoff parat zu haben. Wie praktisch wäre das denn? Nee, Digga, das wäre ja richtig praktisch. Man weiß genau, wann dieses Virus und wie das funktioniert und wann das rausgeht an die Menschheit, an die Öffentlichkeit und hat dann schon den richtigen Impfstoff parat. Perfekt. Man kann Umsätze planen. Genial. Das Kranke ist, dass es wirklich Virologen, Doktoren gab, die sich hingesetzt haben und genau diese Dinge prophezeit haben. Die haben genau das gesagt und die haben genau das versucht, den Menschen mitzugeben. Und die Menschen haben die alle als dumm abgestempelt und gesagt, das sind irgendwelche rechten Verschwörungstheoretiker, die nichts Besseres zu tun haben, als sich hinzusetzen und die Menschheit davor zu warnen, dass wieder ein Riesenspiel mit uns gespielt wird. Digga, das ist so traurig. Und ich hoffe, dass die Menschen darauf zurückgucken und sagen, scheiße,
Die haben es uns gesagt, wenn das nächste Mal sowas kommt, dann müssen wir ein bisschen diverser gucken. Wir dürfen nicht nur dem vertrauen, was bei Markus Lanz rumsitzt oder was bei ARD präsentiert wird. Nur alleine dieser Einspieler, wo Bill Gates da in dem ARD-Studio und dann sagt, wir wollen die ganze Weltbevölkerung impfen und so und ich bin hier der Heilige, der das möglich machen wird mit meinen Milliarden und so. Das ich krieg diese Bilder nie wieder aus dem Kopf, sag ich dir ehrlich. So the way that we're thinking about it, don't tell anyone this. Yeah, probably don't tell. Yeah, probably don't tell. Okay, bro. So the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys. Okay. And then we successively like cause them to keep infecting each other. And we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey and just constantly actively mutate it. That's one way. Okay. Or you can even do like directed like simulation, which like. Ey, wie er sich dabei freut, die haben das Virus einfach in irgendwelche Affen reingepumpt, dass sie sich gegenseitig anstecken und sich eventuell was Neues entwickelt. And they just sample what the different proteins on the surface of the virus look like over time. Okay. So then you can see the mutation, then you can kind of force it to mutate in a certain way you want. Okay. But you have to be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something that, like, you know, goes everywhere. Something which crazy. I suspect is the way that the virus started in Wuhan, to be honest. Like it's which I suspect is the way that the virus started in Wuhan, to be honest. Since if this virus popped out of nowhere, like yeah. Macht keinen Sinn, dass der einfach aus dem Nix gepoppt ist. No. Also, haben wir es. Das ist ein Geständnis, das ist ein Eingeständnis. Und zwar von einem hohen wissenschaftlichen Mitarbeiter von Pfizer, der 3 Stufen unter dem CEO Albert Bourla berichtet, dass das Virus unmöglich aus dem Nichts erschienen ist, natürlichen Ursprungs ist, sondern im Labor gezüchtet wurde. Wow. Und das kommt nicht in den Medien. Da wurden jahrelang jetzt Kritiker diffamiert, stigmatisiert, die genau diese Labortheorie immer wieder als die wahrscheinlichste Ursprungsvariante vorgestellt haben. Und die wurden wirklich in die Ecke gestellt, wurden abgekanzelt. Ist auch nochmal eine gute Vorbereitung für den Talk morgen mit Wolfgang Wodak. So, das Thema werde ich definitiv mit reinnehmen. Wir haben sogar Gerichtsverfahren. Und jetzt sagt er so ganz lapidar in einem Date irgendwo in San Francisco ein Pfizer-Mitarbeiter. Und das kommt nicht im Spiegel und in der Taz. Why not? Und jetzt Virenexperimente am lebenden Affen. Ja, so wie Walk hier davon berichtet, könnte man fast den Eindruck bekommen, dass diese Experimente bei Pfizer eigentlich schon de facto am Laufen sind. Walker sagt hier am Ende, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man Experimente an Viren vollzieht und er vermutet, dass diese mangelnde Vorsicht damals dazu geführt hat, dass das Virus sozusagen auf freien Fuß gelangt ist. Seine Worte nochmal O-Ton, dass das Virus irgendwo einfach so aufgepoppt ist, Bullshit, sagt er, Bullshit. Und kein seriöser Wissenschaftler hat das jemals wirklich gesagt oder war davon überzeugt. Ganz im Gegenteil, die seriösen Wissenschaftler, die haben immer gesagt, das Ding ist menschlich bearbeitet worden, wurde von Menschenhand in der Gain of Function sozusagen weiter entwickelt und mutiert und ist dann vielleicht durch einen Unfall, vielleicht auch bewusst aus dem Labor entflohen. Nochmal, es ist eine Pandemie der Lügen und die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Ich bin schon mal auf deine Meinung jetzt gespannt, unten in die Kommentare. Ob du glaubst, dass dieses Virus tatsächlich vom Fischmarkt kommt, irgendwie vom Einhorn oder von irgendeinem Pupsfisch oder eher aus dem Labor, bin ich mal wirklich gespannt. Hypothetical discussion. So, I mean, when is Pfizer going to implement the mutation of all these viruses? I don't know. Depends on how the experiments work out. Because this is just like something we're trying, right? It sounds like gain of function to me. I don't know. It's a little bit different. I think it's different. It's like there's. It's definitely not gain of function. Sounds like it is. I mean, it's okay. No. No, directed evolution is very different. Direct evolution? Directed evolution. Directed evolution, okay. Well, so, I mean, is that what it is? Maybe. Also, der Reporter fragt ihn daraufhin, wann Pfizer darüber nachdenkt, diese Mutation sozusagen freizulassen. Der Typ ist doch krank, oder? Der lacht so komisch die ganze Zeit. What the fuck, Alter? Die Antwort, das hängt davon ab, wie gut die Experimente verlaufen. Das war wirklich so ein Date-mäßig, oder was? Also ist der homosexual? Also sind da doch Experimente am Laufen?
Der Reporter sagt dann, das klingt ja alles nach Gain of Function. Das ist ein bestimmter Bereich in der Medizinforschung, wo man versucht, die Übertragbarkeit, also die Virulenz und die Antigenität von Viren besser vorherzusagen und Impfstoffe zu entwickeln. Also im Grunde genommen versucht man Prozesse, die in der Natur stattfinden, im Labor nachzuahmen und zu verlagern, um so der Natur einen Schritt voraus zu sein. Diese Experimente haben offenbar auch in Wuhan im Labor stattgefunden, wo das Coronavirus vermutlich ausgetreten ist. Walker erwidert, dass diese Versuche definitiv kein Gain of Function sind. Er nennt es Directed Evolution. Klingt für mich ähnlich. Directed Evolution oder Gain of Function. Beides Mal kommt ein Scheiß dabei raus und irgendwie ein Virus, der viel Geld in die Kassen spült. Well, you're not supposed to do gain function research with the viruses, like, yeah. They recommend not. But you do like these like selected directional mutations to try to see if you can make more potent. Yeah. So there is research ongoing about that. I don't know how that's gonna work. There might not be any more outbreaks, because like Jesus Christ. So tell me more, like, what's developing with the whole, you know, virus mutation process? Mm-hmm. Well, they're still kind of conducting the experiments on it, but it seems like from what I've heard, they're kind of optimizing it, but they're going slow because everyone's very cautious. Like, you know, right. Obviously they don't want to kind of accelerate it too much. Yeah. But I think they're also just trying to do it as an exploratory thing, because you obviously don't want to advertise that you're trying to put out future mutation. Das Krasse ist halt auch, ich frage mich noch ein bisschen so über die Hintergründe von diesem Treffen auch. Weißt du, was ich meine so? Wenn du so ein Pfizer-Mitarbeiter bist, der ist ja Director of Research and Development, weißt du, wie ich meine? Das ist ja kein Handlanger da bei Pfizer oder so, sondern jemand, der auch wirklich Research macht und entwickelt und so, weißt du? Dann erzählst du doch so eine Geschichte nicht einfach so irgendwo beim Essen, Mann. Weißt du, was ich meine? So, did that, the whole virus mutation thing, like, come from your executive, Sarah? No, that came from, like, we have, like, chief scientific officers in, like, the other divisions. Ja, also, was mich schon mal ziemlich verstört ist, dass Jordan die ganze Zeit grinst und sich freut, als er die ganzen Sachen hier erzählt. Also das ist schon ziemlich krass, weil wir reden hier von einer Corona-Krise, die 3 Jahre lang die Menschheit in Schach gehalten hat. Hier wurden ja Grundrechte gebrochen, hier wurden Menschen eingesperrt, gegen ihren Willen geimpft teilweise. Und wir sehen einfach, dass viele Lügen jetzt aufpoppen und dass man da so drüber redet, mit so einem Lächeln auf dem Gesicht, also Date hin oder her, aber geht gar nicht, finde ich. Und ja, was... Ja, du weißt, Alter, manche Männer so... Das war offensichtlich ein Date mit einem anderen Mann, weil die vom anderen Ufer sind mäßig so und vielleicht will der den einfach nur beeindrucken mit seiner Arbeit und so, weißt du, wie ich meine? Wenn du nicht weißt, dass du gefilmt wirst, ja... Das ist sehr schwer einzuschätzen. Jetzt sagt es also, er möchte es nach wie vor nicht Gain of Function nennen, sondern er nennt es Directed Evolution. Ja, aber was ja natürlich auch nur... Jester sagt, Leon, bist du geimpft? Mittlerweile kann man da ja ein bisschen offener drüber sprechen. Was für ein bisschen offener darüber sprechen? Seit Tag 1 ungeimpft, mit Eier, mit Balls in der Öffentlichkeit, jedes Mal erwähnt, den Leuten, die ungeimpft sind, Kraft gegeben und so. Bro, ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Ich würde mir niemals ein Genexperiment reinfetzen, was in deine DNA reingeht und da Dinge verändert und so. Niemals, niemals. Ich habe schon von Anfang an gesagt, ich würde lieber sterben. Wirklich, lieber sterben, als mir das Ding reinzufetzen. Manipulation, Eingriff des Menschen in die Natur ist, beziehungsweise in diesen Virus ist, um das Virus potenter zu machen, nicht sexuell, sondern potenter halt Angriffe, Mutationen, noch mehr Impfstoffe wahrscheinlich verkaufen. In diesem Abschnitt sagt er auch ganz deutlich, dass dazu bereits Forschung gemacht wird. Spannend. Schauen wir mal weiter, was Jordan noch so mit einem Lächeln im Gesicht uns erzählt. What's the goal for Pfizer of doing that? So probably what they want to do is like to try to figure out, to some extent, try to figure out like, you know, there's all these new strains of variants that just pop up. Why don't we try to like catch them before they pop up in nature and we can develop a vaccine prophylactic for like new variants. Yeah. So that's why they're thinking like if you do it controlled in the lab, then we can say, oh, this is a new epitope. And so then if it comes out later on, like in the public, we already have a vaccine kind of working on. Oh my God. That's perfect. Mm-hmm. Like, isn't that the best business model though? Like, just control nature before nature even happens itself, right? Yeah, yeah. If it works. What do you mean if it works? Because like some of the times there were just mutations that pop up, right? And we're not prepared for it, like with Delta or Omicron, right? And things like that. So who knows? I mean, either way, it's gonna be a cash cow. COVID will probably be a cash cow for us for a while going forward. Der nennt Covid einfach Cash Cow, Bro.
fuck, Alter, will probably be a cash cow for us for a while going forward. Yeah, I obviously like it. Well, I think the whole, you know, I think the whole, like, research of the viruses and mutating it, like, would... Wie viele Menschen es gefickt hat, Mann, Digga, Alter. Weißt du, wie ich meine? Wie krass es die Menschheit gespalten hat. Wie viele Leute ihre Jobs verloren haben, ihre Existenz verloren haben. Bro, diese Pharma-Leute, die ist scheißegal. Digga, ich sag euch ehrlich, die wollen nur Geld machen. Beim Schweinevirus war es genauso. Die haben den Impfstoff schon an die Länder verkauft gehabt, bis dann ein Gremium aus Menschen, die skeptisch waren, aufgedeckt haben, dass die nur Geld damit machen wollten und dass dieses Virus gar nicht so gefährlich ist, wie die uns erzählt haben. Das war genau das gleiche Spiel, genau das gleiche Game, ein paar Jahre vorher. Und dann hat es ja funktioniert. Dann hat es funktioniert. Be the ultimate, like, cash cow. Yeah, it'd be perfect. Now you would... Cash cow. Also, eigentlich eine Gelddruckmaschine. Und der Reporter fragt ihn, was eigentlich das Ziel von diesem ganzen Experiment ist. Und Walker sagt dann, dass man quasi immer der Natur einen Schritt voraus sein möchte, weil es natürlich genial, auch marketingtechnisch oder auch generell bezüglich Strategie und Umsatzentwicklung, dass man dann eigentlich genau weiß, wann welcher Virus kommt und dass man dann auch schon den richtigen Impfstoff parat hat, wie vorhin schon erwähnt. Und das wäre das geniale Businessmodell, das perfekte Businessmodell. Und natürlich können dann mal Unfälle entstehen wie Omikron und Delta, wo man dann doch keinen Impfstoff parat hat, aber den kann man dann schnell nachschießen. Ist doch super. Also, wir erfahren auch in diesem Interview oder in diesem Gespräch, dass Delta und Omikron nicht geplant waren, nicht vorhergesehen wurden. Und das ist ja die Gefahr, wenn man mit Gain of Function einen Virus auf die Menschheit loslässt, der dann mutiert und man dann auch noch in die Pandemie reinimpft, dann war es immer das Wissen, das Allgemeingut, dass dann dieser Virus mutiert, weil natürlich weiter überleben will. Es ist ein Überlebenswille des Virus. Und dennoch sagt er, die Impfungen rund um Corona werden für Pfizer weiterhin eine Cash-Cow bleiben. Also der Rubel rollt, das Geld fließt, Geheimverträge mit von der Leyen direkt per SMS zwischen von der Leyen und dem CEO von Pfizer. Geheime Impfdeals mit Pfizer-Chef. Jetzt soll von der Leyen Red und Antwort stehen. Für zig Milliarden Euro hat die EU 2021 Impfstoff gekauft. Ging dabei alles mit rechten Dingen zu. Das EU-Parlament will von Kommissionschefin Ursula von der Leyen wissen, was genau sie mit Pfizer-Chef Albert Bourla per SMS abgemacht hat. Per SMS, Digga. Die sind Homies, Bro. Die hängen alle zusammen auf dem fucking Weltwirtschaftsforum mit Klaus Schwab, dem Maniak. Da hängen die alle ab und planen diese ganze Scheiße schon vorher. Ich schwör's dir. Und da wird alles genutzt einfach, was man nutzen kann. Selbst wenn die von dem Virus nicht gewusst haben, was meiner Meinung nach, ja, ist auch alles Spekulation, aber selbst wenn die davon nicht gewusst haben, sobald das Ding hierher gekommen ist, haben die da schon gesessen und geplant, wie können wir da am besten die Gesellschaft steuern, wie können wir am besten unser Para damit machen und so. Bruder, da gehen ganz ekelhafte Sachen im Hintergrund ab und ich schwöre dir und sage dir, es wird immer mehr rauskommen, auch in den Mainstream. Auch gerade so, was mein Ziel ist, ist auch junge Leute damit zu konfrontieren, damit die in der Zukunft halt solchen Geschichten nicht einfach blind vertrauen und sich irgendwas in den Arm reinjagen, damit sie dann nächstes Wochenende noch in den Club gehen können, obwohl die gar nicht richtig davon überzeugt sind, so weißt du? Und wenn wir das an mehreren Stellen tun, es gibt ja so 2, 3 Leute, die solche Themen auch behandeln auf Twitch, YouTube, dies, das, bla, es kommen immer mehr Leute. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass Menschen immer wacher werden, immer bewusster werden im Umgang mit solchen Dingen, die uns erzählt werden, weißt du? Ulla, abgemacht, so geht Business heute. Das steht für Transparenz und für die wahre Demokratie, für die EU. Also wirklich unglaublich. Man muss sich nur mal anschauen, was die Staaten immer noch, obwohl die Wirksamkeit dieser Impfungen gar nicht mehr gegeben ist, ausgeben für Impfstoffe. Allein Deutschland hat bis jetzt 13 Milliarden Euro für die Impfstoffe locker gemacht. Was denkt ihr, wo das Geld herkommt? Wie viel Steuern man zahlen muss? Was denkt ihr, was mit dem Geld? Genau da fließt das Geld hin. Dann so schön zu den Pharmaindustrien und die teilen das dann wieder auf per SMS mit dieser von der Leyen und so. Bruder, die ficken uns komplett. Ich sag dir ehrlich, das ist einfach Facts. Ist noch nicht inkludiert die Marketing- und Werbemaßnahmen, die man freundlicherweise Pfizer abgenommen hat und jetzt mit Steuergeldern finanziert, ne? Die großen Plakatwände, die Anzeigen im Spiegel, im Stern oder auch natürlich Radio- und Fernsehwerbung. Alles schön mit Steuergeldern finanziert.
Auch die Jungs, die sich da hingestellt haben, hier Impfscope und so, die dieses Video da gemacht haben für die Regierung, wahrscheinlich dann auch von unseren Steuergeldern wurden die Kollegen bezahlt. 50.000 Euro für ein Video für die Impfung. Geil. Das ist doch ein schönes Land, Bruder. Feier ich. Wir alle haben das Marketing von Pfizer übernommen. Wirklich das geilste Businessmodell aller Zeiten. Und das mit einem nicht getesteten und auch... Das nennt man Demokratie, meine lieben Freunde. Ja? So läuft das. Teilweise nur teilweise zugelassenen Impfstoff. Brillant. Also wirklich Champions League Pfizer, Champions League Moderna, Johnson & Johnson. Mehr geht nicht. Ihr habt den Dreh raus. Wo kann ich eure Aktien kaufen? Ich gehe all in. Okay. Revolving door for all government officials. Wow. Yeah, for any industry though. So like in the pharma industry, all the government officials who like, you know, review our drugs, especially yeah. come work for pharma companies. Like the military, like all the like army and defense, like government officials eventually go work for the defense company afterwards. How do you feel about that revolving door? Like, it's pretty good for the industry, to be honest. Yeah. It's bad for everyone else in America. It's pretty good for the industry, to be honest. I mean, it's bad for all the people in America, but fuck it. Bad for everybody else. Because if the regulators who have to approve our drugs know that once they stop being a regulator, they want to go work for the company, they're not going to be as hard for the company. They're reviewing their job. Right. Ich bin immer noch fassungslos, dass er das so witzig findet und das ganze Zeit mit so einem Lachen auf dem Gesicht sagt, aber das muss ich, glaube ich, alles gar nicht groß kommentieren. Es ist wirklich eigentlich einer der größten Skandale der letzten Jahrzehnte, denn er spricht ganz klar davon, dass die Regulatoren, also diejenigen, die bei der FDA sitzen, nicht sehr streng sein werden, wenn es um eine Zulassung geht, weil viele von ihnen später auf eine Laufbahn, auf eine Karriere, auf einen Golden Handshake in der Pharmabranche natürlich hoffen und liebäugeln. Also, dass man so eine Drehtür hat zwischen der Industrie und den Regulatoren. Und das geht eigentlich de facto gar nicht. Aber es wird es wahrscheinlich auch in Deutschland geben. Ne? Grüße an unseren Gesundheitsminister. Und je gefälliger natürlich... Natürlich, Digga. Wie gesagt, die schreiben SMS miteinander. Lobbyisten und Politiker sind Hand in Hand. Die gehen essen, die machen Sachen. Bro, die sind Hand in Hand, laufen die. Die laufen Hand in Hand. Da muss eine Trennung wieder stattfinden. Politiker müssen wirklich wieder Politiker sein. Es müssten Menschen sein, die sich kümmern um das Volk. Nicht um die Industrie, in erster Linie, nicht um irgendwelche Unternehmen, Big Tech und diese ganze Scheiße, die müssten sich um die Bevölkerung kümmern, die müssten uns eine Stimme geben. Das war eigentlich der Sinn von Demokratie, oder? Habe ich das falsch verstanden? Dass wir Leute wählen, die uns eine Stimme verleihen, die das durchsetzen und das in den Bundestag bringen und die Themen ansprechen, die uns auf dem Herzen liegen, die uns als Bevölkerung, als Gesellschaft helfen würden. Das ist doch der Sinn eigentlich, oder nicht? Oder das war mal der Sinn gewesen. Keine Ahnung, ob das jemals der Sinn gewesen ist, ob das uns einfach nur so verkauft wurde, aber so habe ich gedacht, läuft das. Politiker sind ja unser verlängerter Arm eigentlich. Aber welcher von diesen Schwanzpolitikern, sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber es ist so, hat noch irgendwas mit dem normalen Menschsein zu tun? Wen von denen siehst du in der normalen Bevölkerung am rumlaufen und die Menschen fragen, was denen auf dem Herzen liegt? Wer von denen setzt die Dinge durch, die uns auf dem Herzen liegen? Jetzt mal wirklich so. Ich habe schon ganz lange kein Gefühl mehr gehabt, dass ein Politiker da steht und den Menschen aus dem Volk, aus dem Herzen redet. Das sollte doch ein Bundeskanzler, Bundespräsident, die Leute, die uns vertreten, die das oberste Haupt haben hier in Deutschland so, da sollte man doch das Gefühl haben, dass die uns aus dem Herzen sprechen, dass die für uns da sind. Und ich sage dir ehrlich, so würde Politik auch viel besser funktionieren. Dann würde man als Typ, als normaler Mensch aus der Bevölkerung auch ein Gefühl dafür haben und sagen so, ja geil, Digga, da steht einer, der setzt sich für mich ein. Ich fühle das richtig, ich spüre das richtig, dass der auf unserer Seite ist so. Das würde man spüren. Spürt man das? Ich spüre das nicht. Ich schwöre dir, ich spüre da gar nichts. Ich fühle da null, nothing, niente, nada. Wenn so ein Scholz da steht und irgendwas verzählt, da kommt nichts rüber. Null. Bei einer Merkel genauso. Da kommt nichts an. Und das ist eine Sache, die muss geändert werden. Dann würden die halt viel weniger Geld verdienen. Dann könnten die sich nicht nebenbei noch mit irgendwelchen Pharmaunternehmen und so ihre Maskendeals und ihre Impfdeals und so da ihre fetten Millionen, Milliarden einheimsen. So, weißt du, was ich meine? So würde dann nicht funktionieren. Aber das ist meiner Meinung nach Demokratie. So sollte das eigentlich sein. Dass das nicht funktioniert, musste man jetzt leider merken und spüren, habe ich schon früh gemerkt und gespürt. Und das ist traurig. Weil den Menschen, die für uns entscheiden, denen geht's nicht um uns. Unser Wohlergehen juckt die einen Scheißdreck. Ein Scheißdreck. Ein Beamter war
umso mehr er sich verdient gemacht hat, umso besser wird er natürlich dann später auch bezahlt werden. Und ja, eine Hand wäscht die andere. Ne? Und ihr müsst immer daran denken, die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Einiges jetzt erklärt, ne? Und ich gebe euch ein Beispiel, hier zum Beispiel aus diesem Wikipedia-Artikel gut zu sehen. Scott Gottlieb war von 2017 bis 2019 Chef der Zulassungsbehörde der FDA. Jetzt ratet mal, wo er heute tätig ist. Bei Pfizer. Nie drauf. Das haben wir doch schon bei dem einen Video und bei den Twitter-Files ist es doch auch rausgekommen. FDA ist das Organ quasi, was die Medikamente und so freigibt in den Staaten. Du musst einmal raten. Hör ich da Daimler? Nee. Porsche? Nee. BMW? Nee. Bosch? Nee. Nee. Metzgerei Kühnle in Waldstätten. Spaß, nein. Nämlich, ganz ehrlich, er ist jetzt Aufsichtsrat bei Pfizer, natürlich. Und da fragt sich keiner, hat es ein Geschmäckle? Gibt es einen Interessenskonflikt? Hat es ein Geschmäckle? Anscheinend nicht. Ist den Leuten scheißegal. Das ist ein Typ, der eigentlich in der FDA drin sitzt, die dafür verantwortlich sind, welche Medikamente und Impfstoffe auf den Markt kommen. Die prüfen das und geben das dann frei oder nicht. Und der gleiche Typ, der da im Vorstand saß, geht jetzt zu Pfizer, die diese Impfstoffe und diese Tabletten entwickeln. Bruder, das ist... Wundert sich denn, wenn vielleicht Lauterbach irgendwann mal bei Moderna, BioNTech oder sonst wo irgendwo sitzt, bei irgendeinem Maskenhersteller? Das ist alles vergessen. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man solche brisanten Informationen hört oder findet oder irgendwo auf den sozialen Medien dann sieht. Ist es wirklich alles real? Nämlich die Reaktion von Jordan, nachdem er ja sozusagen aufgeflogen ist, war natürlich gleich, oh, das habe ich nur gesagt, um mein Date zu beeindrucken, um anzugeben. Ach krass, der hat sich geäußert, der Maniak sogar, oder was? Und er war total außer sich, also es wird total wirr später. Aber Fakt ist, natürlich könnte es natürlich auch jemand sein, der sich nur wichtig machen will oder tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudert. Oder vielleicht sogar ein Schauspieler, wer weiß, who knows. Ja? Man kann ja eigentlich heutzutage nichts mehr wirklich glauben. Und diese paar Screen... Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht alles ein bisschen übertrieben hat, um zu beeindrucken, so, aber ich glaube, eine Grundessenz, du weißt doch, überall steckt ein bisschen Wahrheit drin. Das beweisen erstmal gar nichts. Auch wurden die Journalisten von Project Veritas in der Vergangenheit öfters mal beschuldigt, Dinge etwas aus dem Kontext zu nehmen und wiederzugeben, um so ja, anders zu schneiden, um was anderes darzustellen, als es eigentlich war. Also auch wieder eine Art Manipulation. Deswegen habe ich auch lange gewartet, ob ich dieses Video kommentieren möchte. Aber was viel interessanter ist, ist eigentlich dann die Bestätigung von Pfizer, dass Walker tatsächlich von Pfizer ist und konnte man auch auf LinkedIn noch finden, wurde dann aber gelöscht. Aber viel interessanter ist noch, dass Pfizer selbst wenige Tage später eine Pressemitteilung herausgegeben hat, in der sie gar nicht erst einmal versucht haben, die Tatsachen abzustreiten, dass Walker nicht bei Pfizer arbeitet. Und wenn das alles tatsächlich gefälscht wäre, hätte der Konzern Walker nicht bei Pfizer arbeitet. Und wenn das alles tatsächlich gefälscht wäre, hätte der Konzern natürlich alles dran gesetzt, jeden engagiert, um der Öffentlichkeit klarzumachen, dass diese Person kein Pfizer-Mitarbeiter ist und das alles Fake News sind. Und genau dieses Statement von Pfizer ist der Beweis dafür, dass es keine Fälschung ist und dass Walker tatsächlich Teil der Pfizer-Familie ist. Und vor wenigen Tagen gab es ein weiteres geleaktes Dokument von Pfizer. Und hier gibt der Konzern sogar eine Anleitung und ermahnt seine Mitarbeiter, dass sie doch aufpassen sollen. Hier heißt es, Zitat, "The tactics of these activists can be surprising and confrontational." Also auf Deutsch, die Taktik der Aktivisten können durchaus überraschend sein und sind sehr konfrontativ. Weiter heißt es, dass nur noch autorisierte Personen von Pfizer Informationen nach außen geben dürfen und sollen. Also es wird ganz klar ein Maulkorb verhängt für die Pfizer-Mitarbeiter, dass sie sich nicht mehr irgendwie etwas entlocken lassen, nämlich die Wahrheit anscheinend. Und auch hier zeigt sich, ne, also wenn Walker kein Mitarbeiter von Pfizer gewesen wäre, dann hätte man nicht solche Warnungen an die Mitarbeiter rausgeben müssen. Ja, und am Ende, als dann der Chefredakteur von Project Veritas Walker mit den Bildern, mit den Aussagen konfrontiert, eskaliert die komplette Situation. Also Walker läuft wirklich fast schon amok und versucht dann das iPad kaputt zu machen und schreit rum und ruft die Polizei. Echt? Ist es mit drin jetzt noch? Und ihr findet die kompletten Aufnahmen unten. Wir folgen dem Licht und der Liebe. Wir lassen uns nicht durch Hass und Habgier lenken. So. Ja. In den Shownotes, ihr könnt euch das ganze Video anschauen bis zum Ende. Er sagt dann auch als Selbstschutz, ja, alles nur gelogen. Ich wollte, wie gesagt, nur das Date beeindrucken und ihm imponieren und so weiter. Ja, macht euch ein eigenes Bild, nicht ganz glaubwürdig, was er dann von sich gibt, um sich selbst zu schützen. Könnt ihr euch noch an die Aussage von unserem beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach erinnern, als er gesagt hat, dass
diese Impfung praktisch nebenwirkungsfrei ist. Ja, schlecht gealtert dieser Spruch, denn in der Zwischenzeit wissen wir alle, dass dies nicht stimmt und dass es doch Nebenwirkungen gibt. Und es ist sogar noch viel, viel, viel schlimmer, denn Pfizer wusste schon 2021, dass die Impfung Nebenwirkungen verursacht. Und das ist ein Skandal und das kam heraus in einem weiteren geleakten Enthüllungs... Bei Twitter war das, ne? Twitter-Files, oder? Dass es rausgekommen ist, dass die das schon wussten. Also beziehungsweise einfach halt Probanden, die Nebenwirkungen hatten, aus der Studie mit rausgenommen haben, einfach damit es besser aussieht. Und ja, es ist ja auch irgendwie, ja, keine Ahnung, Alter, selbstverständlich, dass wenn ein Impfstoff so schnell auf den Markt gebracht wird, was ja noch nie in so einer Kürze passiert ist, man musste ja sogar Gesetze dafür ändern, damit das Ding überhaupt rauskommen kann, dass da eventuell noch Nachwirkungen und Nebenwirkungen mit einhergehen. Und vor allen Dingen, es gibt auch, wie ich das bis jetzt geresearched habe, da haben wir auch ein Video uns zu reingezogen, zu diesen mRNA-Impfstoffen, was ja auch keine normale Impfstoffe sind so. Ne? Also diese ganzen anderen Tetanus-Impfungen und sowas, das hat keinen Effekt auf unsere DNA. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Video von Project Veritas mit einem Mitarbeiter von Pfizer. Das spielen wir jetzt mal ein. Chris Croce is a senior associate scientist with Pfizer. He goes on to explain a test that is currently taking place at Pfizer, not to determine the effectiveness, but to see if it is leading to heart attacks. I'm glad you didn't get any myocarditis. Yeah. That's a concern, right? Yeah. More so for younger people. More so for younger people, Digga. Weißt du, was ich meine, Bro? Ich schwöre dir, Digga. Ich denke immer wieder an dieses Video mit diesen Leuten, die Influencer, die da bei der Regierung stehen und dann diese Impfstoffkampagne mitgefahren haben, wo richtig dreckig und eklig den Leuten versucht wurde, ein schlechtes Gewissen einzureden, auf richtig übelst eklige Art und Weise, Bro. Bruder, ich schwöre dir, Alter, ist doch, ey, Digga, stellt euch hin, macht ein Entschuldigungsvideo, äußert euch dazu, ohne Scheiß, Digga, das ist nicht gut, das ist für euer Karma, für euer Leben, für alles, ist einfach nicht cool, Bro. Wie viele junge Leute wurden motiviert, sich den Scheiß reinzufetzen, einfach nur, damit sie ins Gym gehen können, damit sie in den Club gehen können, damit sie das machen können, dies machen können, so. Fuck. Fühle ich nicht. That's what we're looking into right now. Oh, cool. That, yeah, so, yeah, we're doing, we just sent like 3,000 patients samples to get tested for like elevated troponin levels. Yeah. To see if it's vaccine based or so. What's it look like? I don't know. We just sent that over this past week. Right. And the last batch will be sent over next week. All external testing. We'll see. Hopefully it's good. Well, no. I mean, if not, then my opinion, that might pull something from the market. Und dieses Gespräch wurde 2021 aufgenommen. Und ich möchte daran erinnern, diejenigen, die damals gesagt haben, dass diese nicht getestete Impfung... Scheiß mal auf Party und Gym, ja. Ich sag immer wieder Party und Gym. Ich hab's genommen, weil sonst Job weg. Das ist Abfuck, ja. Hast du recht, 100 Pro. 100%ig, Bro. Keine Ahnung, warum ich immer diese Beispiele nehme, weil die für mich am banalsten sind, halt diese Beispiele, weißt du? So, dass Leute sich wirklich Vaccine reinhauen, damit sie ins Gym gehen können und Party machen können, so. Und dann halt, du hast recht, das muss man öfter mit erwähnen. Teilweise Leute einfach sich impfen lassen mussten, sonst konnten die ihren Job nicht weiter ausführen. So. Und das ist ja, was für ein Druck du da aufbaust bei den Menschen. Das ist so heftig, Mann, Alter. Die müssen teilweise Familien versorgen, haben Kinder zu Hause, Frauen, die vielleicht nicht arbeiten oder so. Sich um Eltern kümmern, um Großeltern, die nicht mehr arbeiten können und nicht genug Geld haben. Weißt du, was ich meine? So, die haben eigentlich gar keine Wahl, außer sich den Scheiß reinzufetzen, weil sonst wird kein Geld verdient, so. Weißt du? Nebenwirkungen. Hat man ja auch mit, auch Sportler, Hochleistungssportler durften an Turnieren nicht teilnehmen. Djokovic oder wie der heißt, Tennis, dies, das, bla. So wurden voll viele Leute da einfach hingetrieben. Es war keine persönliche eigene Entscheidung mehr. Und deswegen war es für mich auch ein Impfzwang für viele Menschen. Ein Zwang, ich sag's hier offiziell, es war ein Impfzwang für viele Menschen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Da können die Medien und die Politiker rumrudern, wie die wollen. Das war ein Zwang für viele Menschen. ...haben könnten oder Impfschäden auslösen können, dass die wirklich stigmatisiert, diffamiert und angegriffen wurden und alle in eine Richtung geschoben wurden. Und auch der gute Herr Walker, den ich euch eben gezeigt habe, erzählt vor laufender Kamera, dass die Impfung offenbar doch Auswirkungen auf den Menstruationszyklus bei Frauen hätte. Schaut selbst. Something irregular about their menstrual cycle, so people have to investigate that down the line. Yeah.
Because that is a little concerning. The vaccine shouldn't be interfering with that, so we don't really expect. It shouldn't? It shouldn't, no. But is it? There's something happening, but we don't know if it's real. There's something happening, but we don't know. We figure it out, Alter. Scheiß drauf. Erstmal auf dem Markt die Scheiße, damit wir unsere 100 Milliarden machen und dann gucken wir weiter. Well, I mean, you're a urologist. You must understand, like, what's going on with it, right? Like, well, that's why I understand that it's weird. I hope we don't find out that, like, there's somehow this mRNA, like, lingers in the body. I mean, like, it has to be impacting something hormonal stuff to impact menstrual cycle. Yeah, or, like, the entire next generation is, like, super fucked up. Could you imagine the scandal? Walker fasst es am Ende gut zusammen, als er den Undercover-Reporter fragt, ob er sich vorstellen könnte, was dies für einen Skandal auslösen würde, wenn all das rauskommen würde. Ja, können wir, denn es kommt gerade alles raus. Und ich denke, es war erst die Spitze des Eisbergs. Also, wir bleiben am Ball. Also, was ist das Fazit? Ja, harter Tobak. Harter Tobak auf jeden Fall, Bro. Würde ich sagen. Aber, wie es so schön heißt, ne, im Winter ist es so, wenn der Schnee schmilzt, kommt die Scheiße nach oben. Und so, die Wahrheit tut weh. Scheint, schmilzt gerade der Schnee und die Scheiße kommt nach oben. Weil wir sehen, an allen Ecken und Enden bricht das Narrativ der letzten 3 Jahre zusammen. Wir wurden angelogen, wir wurden in das Licht geführt, wir wurden manipuliert, wir wurden in Angst versetzt, Massenpsychose ausgelöst, es wurden Familien zerstört, Leben zerstört. Die Kollateralschäden bei den Kindern kann man noch gar nicht absehen. Es ist eigentlich der größte Skandal aller Zeiten. Ja, wenn es weiterhin so vorangeht, wovon ich ausgehe, wird noch viel mehr rauskommen. Warum? Was hat die Übersterblichkeit mit der Impfung zu tun? Gibt es da eine Korrelation? Warum gab es keine Übersterblichkeit, als das Coronavirus ausgebrochen ist? Warum haben wir erst eine Impfung, seitdem die mRNA-Impfung vergeben wurde? Also warum wurden Maskendeals gemacht? Warum wurden wir angelogen? Es sind so viele Fragezeichen. Es geht um eine Aufklärung. Wir brauchen eine Entschuldigung der letzten 3 Jahre, weil unsere Freiheitsrechte eingeschränkt worden sind und nicht nur in Deutschland, global. Und diese Dimension sprechen. Ach, brauchen wir nicht. Dafür haben wir doch die nächsten Krisen, Bro. Bald haben wir Krieg hier und dann ist eh allen alles scheißegal. Dafür haben wir doch die nächsten Krisen. Müssen wir doch gar nicht mehr drüber reden. Im Bundestag ist das Thema, glaube ich, schon ganz weit weg von den Leuten. Einem tatsächlich den Kopf. Mir war es wichtig, erstmal abzuwarten, wie zuverlässig, wie verifiziert sind die Daten und Fakten, die hier in diesem Video besprochen worden sind. Und klar ist jetzt, Walker war bei Pfizer relativ weit oben in der Nahrungskette. Und für mich einfach nur eine Bestätigung, dass man in Zukunft noch vorsichtiger sein muss, weil wir in dieser Zeitenwende sind. Was glaube ich nicht? Wem kann man trauen, wem kann man nicht trauen? Mir war klar, dem Staat, großen Pharmakonzern, eher mal misstrauisch abwarten, gucken und so weiter. Aber wenn irgendwo viel Geld fließt, muss einem klar sein, wird manipuliert, wird auch immer versucht, die Menschen in eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Und genau das ist in den letzten Jahren. Schwester, zieht euch einfach. Ich warte kurz. Passiert. Und erschreckend für mich war tatsächlich, welche Massen manipuliert werden können, hätte ich nie für möglich gehalten. Und aus dem Grund sollte dieses Video eigentlich ein Weckruf sein, nicht nur für die Medien, sondern für jeden von euch, für dich, für mich, für alle. Und deswegen, wenn du zum ersten Mal hier bist und dir gefällt der Content, lass ein Abo da, unterstützt diese Bewegung, unterstützt den Kanal und teilt dieses Video. Auch mit Menschen, die vielleicht geimpft sind, die ungeimpft sind, die skeptisch sind, die unskeptisch sind, um sie vielleicht wachzurütteln. Wir brauchen mündige Bürger, wir brauchen wieder mehr Selbstständige. Wir sind hier. Der einzige selbstständige Stream hier an der Stelle, ja? Uns schreibt keiner irgendwas vor. Niemand. Über mir steht keiner. Kein Labelboss, kein Manager, kein Staat kann mir irgendwas erzählen. Habt ihr selber auch gesehen. Ich scheiß drauf. Wir sind hier frei, ja, Freunde? Wir sind hier brutal frei. Wir sprechen alles an, wir reden über alles, wir gucken uns alles an. Und wir sind noch frei denkende Menschen hier im Chat. Egal, ob geimpft, nicht geimpft. Bro, das ist uns alles scheißegal, weil wir beschäftigen uns einfach mit Themen, verbreiten Liebe und wagen uns auch an die Themen ran, wo sich keiner dran traut, weil sie denken, sie werden gecancelt. Aber das haben wir schon hinter uns und wir haben keine Angst mehr davor, ja? Wir ziehen komplett durch. Denken, wir dürfen nicht alles glauben, was uns hier in den Medien verzapft wird. Und wir alle müssen die Corona-Zeit natürlich jetzt kritisch hinterfragen und wir müssen sie aufarbeiten, damit wir auch abschließen können. Wir müssen Brücken bauen, wir müssen auch verzeihen können, aber wir brauchen auch Entschuldigungen, mehr denn je. Und ganz klar, es gab einen großen Interessenskonflikt natürlich zwischen der Pharmaindustrie und der Politik und dessen müssen wir definitiv aufarbeiten. Und Walker selbst hat es im Video ja zugegeben, es gibt eine sogenannte Drehtüre zwischen Politik, Wirtschaft und den Pharmakonzernen.
Es sind Eigeninteressen vorhanden gewesen. Es ging um One Love. Billionen, wirklich Billionen an Steuergeldern, die hier in eine historisch einmalige Impfkampagne investiert worden sind. Habt ihr euch nie gefragt, warum gab es Geheimverträge? Warum hat Ursula von der Leyen mit dem Chef von Pfizer via Ursula SMS die Deals ausgehandelt? Wieso gibt es keine Transparenz? Wieso hat man nicht 2 Jahre, 3 Jahre lang an den Impfstoffen geforscht und erstmal Experimente gemacht an Tieren? Und wieso wurde das alles übersprungen? Wieso wurden keine Alternativen zugelassen? Das sind alles Fragen, die wir jetzt beantwortet haben müssen. Böse Zungen behaupten ja, hätte man Ivermectin. Das sind alles Fragen, die man hätte vorher beantworten müssen, bevor man das sich reinjagt auch. Weißt du, wie ich meine? So, das kannst du auch nicht machen. Abgegeben oder vergeben, dann hätte es keine Berechtigung mehr gegeben, für Pfizer diesen Impfstoff rauszugeben. Also es gibt 1000 Gründe und das müssen wir alles jetzt irgendwie aufarbeiten, meiner Ansicht nach. Wie siehst du das? Und dass es Pfizer und Co. nicht nur um das Wohlergehen der Menschheit geht und dass sie nicht nur altruistische, gemeinnützige Vereine sind, zeigt auch deren Vergangenheit. Pfizer hat eine der höchsten Rekordstrafen in der Geschichte der USA bezahlt, und zwar im Jahr 2009 in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar wegen unlauterer Werbepraktiken. Und 3 Jahre später wurde Pfizer sogar wegen Korruptionsvorwürfen zu einer Strafe von 60 Millionen. Ja, Digga, da brauchen wir noch gar nichts mehr zu sagen, yo. Ich wüsste ja, Alter. Wie hier zum Beispiel im Deutschlandfunk, die darlegen, dass Pfizer Ende der 90er Jahre Medikamente in Nigeria testete, bei dessen Versuchen auch Kinder ums Leben kamen. Nestle lässt grüßen, ne? Ne, ich schwör's dir. Sag nur, Milchpulver. Das ist schon sehr oft passiert in Afrika, dass da irgendwelche Impfstoffe getestet wurden bei den Mitbürgern, da bei den Kindern und so, und dann sich rausgestellt hat, dass die Frauen auf einmal nicht mehr schwanger werden können und so. Natürlich auch gesponsert von unserem guten alten Freund Billy, dem. Oder auch in Afrika, wo dann die Mütter dreckiges, verseuchtes, versifftes Wasser genommen haben, um die Milch anzurühren, statt die Brust zu geben, die das Beste ist, was man überhaupt machen kann. Also alle Frauen, die Mütter werden, gebt die Brust und nicht irgendwelche Generika aus dem Supermarktregal. Und wenn man jetzt noch sieht, wie stark viele der amerikanischen Medien von Werbegeldern, von Pfizer und anderen Medienkonzernen abhängig sind bzw. erhalten, dann muss man sich wohl oder übel die Frage stellen, wie groß ist hier noch die Objektivität, wie sehr werden Mainstream-Medien, werden Organe der Medien noch ihrem Job gerecht, objektiv über Themen wie diese zu berichten, wenn eventuell das Werbeetat in Frage steht. Sponsored by Pfizer. Und dieses Video hier ist nicht sponsored by Pfizer. Ich küsse dein Herz, Bro. By Pfizer. Aber wenn du uns unterstützen willst, gibt's unten... Gutes Video auf jeden Fall. Starker Typ. Feier ich. Gute Arbeit, Marc. Ich küsse dein Herz. Bleib so, wie du bist. Finde ich sehr gut, dass du diese Themen hier in Deutschland auch ein bisschen mal vorantreibst. Leider wird das Video wahrscheinlich auch eingeschränkt. Und deswegen haben wir das jetzt supported mit einer Reaktion. Ich hoffe, das geht auf meinen Kanal auf jeden Fall hoch, ohne große Einschränkungen. Und ja, Digga, ey, einmal Herz in den Chat für den Marc.